aus der Region Hannover und frohe Ostern. Ich bin hier gerade rumgewesen mit der Ackerschachtelhalm, mit dem Ackerschachtelhalm-Tee und habe sämtliche Bäume, die in den vergangenen Jahren immer mal Mehltau aufgewiesen haben, eingesprüht, damit es den Blättern dieses Jahr vielleicht ein bisschen besser geht. Das ist so eine Prophylaxe-Sache. Ackerschachtelhalm, jetzt, wo die Knospen so ganz leicht grün werden, einsprühen. Ich mache es wahrscheinlich auch nochmal morgen und übermorgen. Und hoffe, dass es dann weniger wird mit dem Mehltau. Es geht aber um was ganz anderes. Das ist die Traubenkirsche. Ihr wisst, die mit dem hohlen Stamm, der hier innen richtig morsch ist. Da kann man so ein bisschen mit dem Fingernagel rauspulen. Und umso weiter es da oben geht, umso mehr ist es. Hat bis jetzt im Wasser gestanden. Die Wurzeln, nicht das Größte, nicht das Beste. Muss ich aber als erstes mal nachsehen hier. Hier, diese Wurzel ist stabil, aber ich muss mal gucken, jawohl, die ist also heil. Hier unten aber ist rein morsches Holz. Das heißt, unter Umständen ist der ganze Kern schon hohl. Das ist totes Holz. Und jetzt kommt es drauf an. Ihr wisst, von oben bis unten ist dieser Stamm ausgehöhlt. Es gibt hier Kallus und hier Kallus. Dann gibt es hier wieder eine Lebensader, wo dieser Ast rauskommt. Und oben gucke ich ihn auch nochmal an. Da ist das Holz so hart. Aber total trocken. Typisch Kirschholz. So, schauen wir erstmal, ob wir es hier reinkriegen. So geht's nicht. Die sind ziemlich starr, die Wurzeln. Und es ist ja auch nicht sonderlich viel dran. Da ist jetzt eine Frage des Überlebens natürlich auf jeden Fall dabei. Allerdings haben wir bei der kleinen Filzkirsche schon mal gesehen, mit Sphagnum und Moos kommen wir nicht weiter. Das bringt nichts. Also, erstmal eben schnell eintopfen. Das mache ich mit euch im Schnelldurchlauf. Und dann müssen wir mal gucken, was mit diesem Stamm passiert, was mit den Ästen passiert. Ich habe so ein gewisses Bild vor Augen, was im Laufe der Jahre daraus werden soll. Aber das ist wirklich ein Langzeitprojekt. Es wird wirklich Jahre dauern. Also machen wir erstmal schnell Durchlauf. Jetzt ist mir aufgefallen, hier ist ein Ast abgebrochen. Das dürfte auf dem Transport passiert sein. Allerdings sieht auch die Bruchstelle schon ein bisschen älter aus. Kann auch sein. Mal sehen. Will ich mal entfernen. Ich will jetzt nicht dafür sorgen, dass da noch mehr. Ah, das ist gut. Ich habe es schön aus dem lebenden Holz rausgeholt. Dass noch mehr abstirbt. Ich schneide das nochmal kurz nach.
die Wundpaste ist mir ausgegangen, also diese Knetmasse. Jetzt muss ich natürlich auf eine neue Lieferung warten und über Ostern kannst du kneten natürlich, logisch. Ja, also, wir haben hier einen riesen offenen Stamm. Aber wir haben hier Äste mit ganz vielen Knospen, die weitaus tiefer liegen. Als der Austrieb, wahrscheinlich bedingt dadurch, dass es unter relativ großen Bäumen, das da gestanden hat und auch wenig Licht kriegte. Also animiere ich jetzt erstmal zum Austrieb und gehe auf die sichtbaren Knospen zurück, sodass sie besser verzweigen kann im Anschluss. Es ist übrigens nicht Prunus serotina, die amerikanische Kirsche, sondern die europäische Wildkirsche. Und das habe ich jetzt erst an den Blättern erkannt, die hier zu Hause erst deutlich besser zu beurteilen waren. Die sind nur sehr klein, vermutlich genau aus dem gleichen Grund, wie die Äste an der Spitze nur ausgetrieben sind, weil sie unter den Bäumen stand. So, jetzt habe ich die Knospen ausgenutzt, die der Baum hat. Und jetzt nehme ich wieder meine Tube, um den Wundverschluss zu machen, damit hier nicht noch mehr passiert. Und dann müssen wir uns mal ein bisschen mit dem hohlen Stamm befassen. Ihr wisst, dass ich... Der ist tot an der Stelle, dann muss ich den noch ausschneiden, bevor das auch weiter wächst oder wandert. Und ja, im Stamm war ja noch ein Ast, den ich dann ein bisschen besser ausgeschält habe. Den müssen wir auch noch verschließen hier. Nachteil dieser Wundpaste ist einfach, dass es sich nachfärbt und heller wird. Passt mir im Moment nicht besonders gut, aber die Wundpaste, wie gesagt, ist nicht mehr vorhanden. Das war ja so kurz vorm Ende sowieso schon und jetzt vorbei. Okay, so, hier habe ich gesagt, das ist ein abgestorbenes Stück. Aber ich komme tatsächlich nicht ins lebende Holz. Nein, komme ich nicht. Ein Stück weiter gehe, auch nicht. Nun, aber der Ast lebt. Die Knospen leben, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es wird Äste geben, auf jeden Fall. Mal gucken, wie sich das auswirkt am Ende. Dann ist hier natürlich das morsche Holz. Erstmal, ja, extrem morsch. Da ist jetzt die Frage, soll ich weiter runtergehen? Hier ist nämlich dieser Teil hier, hat Kalus gebildet und ist noch aktiv, aber es gibt keine Knospen hier drauf. Mal sehen, ob ich es hier durchkneifen kann, aber nee, das ist Kirschholz, das ganze knicken. So kriege ich es auch nicht, aber so vielleicht. Ich hätte es vielleicht vorher machen sollen. Da geht es ziemlich weich rein und dann fängt es schon an, sehr, sehr hart zu werden. Dann hole ich doch die elektrische Säge eben dazu. Denn eigentlich muss ich dahin. Da muss ich aufpassen, dass ich natürlich keinen Ast beschädige. Schauen wir mal. Bis hierhin runter wollte ich eigentlich gehen. Ich muss aufpassen, dass ich wirklich keinen Ast erwische. Ja.
Oh. Das hat Kellerasseln veranlasst, das Holz zu verlassen. Da sind Fraßlöcher bis unten hin. Das wiederum sagt mir, ich muss ein bisschen tiefer gehen. Da ist ein Fraßloch. Bleibt stecken. Das ist eigentlich eine kleine Säge, aber okay. Die ist zu schwach, der Akku ist zu schwach. Dann versuche ich es mal mit der spitzen Aufsatz. Schon mal sagen, es funktioniert. Ich mache jetzt den inneren Kern ein bisschen schmaler und kneife ihn dann mit einer Zange raus. Habe damit einen hohlen Ansatz und werde den Ansatz hier oben, der auch schon tot ist, und den Kallus eben nicht berühren, möglichst nicht berühren, sondern sozusagen ausschneiden aus der Mitte. Hier oben dann noch vielleicht ein paar Zacken rein, so dass es natürlich ausgebrochen aussieht. Und dann wollen wir mal gucken, was im Laufe der Jahre daraus machbar ist. Das machen wir, glaube ich, jetzt auch im Stadtplan.
Ich muss das Ganze nochmal überdenken, denn ich glaube, ich muss das alte T-Shirt von gestern wieder anziehen. Es wird doch sehr staubig. Okay. Ich bin überwiegend im Heilenholz, zumindest im so trockenen Holz, dass ich sagen kann, okay, da werde ich mit Holzhärter weiterkommen. Und den hole ich auch gleich mal raus. So, mir einen Pinsel dazu. Hier ist noch ein Stück alte Rinde. Ich möchte das Ganze aber noch ein bisschen aussparen. Das heißt, hier soll eigentlich eine Kerbe rein. Die muss ich wahrscheinlich von außen machen. Hier ist nämlich alles tot. Bis hier ungefähr. Da muss ich runter. Das heißt, besser wieder Brille aufsetzen. Und alles, was laut ist, überspiele ich jetzt ein bisschen Musik und mal schnell Durchlauf. Zumindest beim Schneiden. Na super. Die Brille fällt mir auch von der Nase oder vom Kopf. Das fädel ich selbst erstmal ein. So, Stunden später kann es weitergehen. Der Staub, der hier rauskommt, ist doch sehr nervig. Deshalb besser mit Brille. Dusche heute Morgen, die hat nicht viel genutzt. Die muss ich wohl noch mal angehen dann später. Denn ich habe auch noch vor, einen anderen Baum umzutopfen beziehungsweise zu topfen, den ich bisher noch gar nicht vorgestellt habe, also für ein späteres Video. So, ich bin jetzt auf dem Kern. Ich versuche es doch mal hier. Ich bin also im lebenden Holz. Und zu meinem Glück setzt sich das nicht bis in die Wurzel fort, was ich unten erwartet habe, weil die Wurzel so, ja, schon angefault war. Ich werde jetzt eben mit dem Teil hier zum Staubsauger gehen. Es steht da, ich will nicht alles hier zusammen hinlegen, eben aussaugen und genauer gucken. Ja, dann suche ich mir einen Pinsel raus. Und Holzhärter. Und den Holzhärter, weil der so fürchterlich stinkt. Das mache ich auf dem Balkon. Mag ich nicht so besonders hier im Raum, aber ich kann da noch ein bisschen glätten. Ja, gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Was wir dann im Sommer sehen oder auch nicht sehen. Naja, sehen werden wir schon, aber kommt er an, gibt er auf
bin ja auch jetzt im gesunden Holz. Das heißt, er ist nicht so ganz unbelastet jetzt, wie ich erwartet habe. Ich habe hier noch ein Astloch ausgeschnitten. Das musste sein. Es stellte sich raus, dass dahinter auch alles faul war. Aber ich denke mal, dieser Schwung hier, diese hohle Stelle hier und die vielen Knospen an den Ästen, ich glaube, es lohnt sich da zumindest einen Versuch zu starten. Schreibt eure Meinung dazu. Ich denke, ich habe ja auf einen Baum in Ascheberg schon hingewiesen, der sehr, sehr hohl war. Und ich habe vor kurzem mal eine Prunus gesehen, wobei das war eine andere Kirschenart bzw. Pflaumenart, eine asiatische. Da war auch mehr Hohlraum als Baum. Nun, vielleicht wird das der erste Baum bei mir, der so viel Totholz aufweist und trotzdem weiter wächst. Das ist jetzt die Frage. Gut, ich mache jetzt also das alles erstmal sauber hier, hole einen Staubsauger her. Das Totholz, das richtig angegriffene und durchgefressene Totholz. Das muss ich dazu sagen. Ich habe nichts, was wirklich hart genug gewesen wäre, um eine längere Zeit zu überdauern, entfernt, sondern ich habe das entfernt, was wirklich morsch ist und möglicherweise zu viel Pilz aufweist, um den Baum gesund zu halten. Mal gucken, ob ich hier. Ich habe gerade gelesen, das pinke Messer fehlt, deshalb wieder nichts hier mit der Abmosung des Rotdorn. Ich habe jetzt ein schwarzes Schälmesser. Ganz einfach habe ich es gerade hier, weil ich gerade Kartoffeln geschält habe. So. Dann brauche ich nicht extra nochmal laufen und die Kamera nochmal wieder anhalten und so weiter und so fort. Dann kann ich jetzt also einfach den Staubsauger holen, das Ding aussaugen und dann im Anschluss daran mal überlegen. Das Ganze kann natürlich noch ausgeweitet werden. Vielleicht ist es sogar so. Vielleicht muss das sogar so sein. Dass man wirklich mal die Erfahrung mit einem völlig hohlen Baum macht. Ich werde jedenfalls oben noch mal ein bisschen die Ecken abkneifen. Es scheint mir noch ein bisschen zu dick, zu klobig hier zu sein. Mache ich einfach ein bisschen glatter und ziehe das flexible, gesunde Holz hier natürlich raus. Das freut mich, dass es also tatsächlich so weit reicht. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier dem Ast nicht jede Lebensenergie nehme. Und deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Okay, schauen wir mal. Aussaugen, Holzhärter holen, Pinsel holen, mache ich draußen fertig. Und dann kommen wir zum Schluss nochmal drauf. Für einen kurzen Moment will ich euch das hier nur eben zeigen. Es riecht natürlich sehr streng hier mit dem Holzhärter. Das habe ich hier bis unten hin ausgefräst und den Holzhärter hier gut verteilt. Übrigens den Rest aus dem Dings habe ich noch an Big Boy gegeben in das Loch, dass da ja der Regen halt besser abfließt und nicht das Holz sofort wieder angreift. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Schauen wir mal, wie er reagiert. Im Moment wächst er einfach nur weiter. So, ihr habt jetzt also gesehen, das Ganze ist sehr hohl. Ich könnte auch irgendwann noch tiefer gehen. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Hier gibt es noch so einen Knubbel. Ich denke mal, der ist auch abgestorben. Ich kriege ihn jetzt nicht ab, aber. Das kann sein, dass es dann hier ein Loch gibt, vielleicht auch das Ganze noch ein bisschen schmaler wird. Erstmal abwarten, wie er das verknust. Und ich würde sagen, dann sehen wir ihn wieder,
falls es einen Rückschnitt gibt, ansonsten auch mit einer Todesmeldung, was ja sonst auch nicht so ganz oft vorkommt bei mir. Okay, das ist Nummer 1. Ich habe noch eine zweite Sache vor, die ich jetzt noch machen kann. Die ist allerdings relativ spät in der Jahreszeit schon, aber seht erstmal. Ich hatte es ja schon gezeigt, nach meiner Abwesenheit, hier hat sich einiges getan. Ich will hier eben ein bisschen das Beikraut entfernen, das aus dem Moos rauswächst. Asta palmatum catura. Nach dem Umtopfen agil, wie eh und je. Ist auch schon gedüngt worden, weil das jetzt ja auch schon lange genug her ist, das Umtopfen. Oh weia, da sind aber schon recht große Teile drin. Und die kleinen muss ich auch weiter zupfen. Ich habe nämlich häufiger jetzt gesehen, dass gerade Asiaten mit ihrem Asa palmatum, egal welcher Art, so umgehen, dass die den ersten Austrieb gleich wieder kürzen. Und da bin ich schon fast ein bisschen zu spät. Trotzdem möchte ich das dieses Jahr mal machen. Und zwar nur die Spitzen. Und dann möchte ich ihn ja dieses Jahr auch einfach weiter wachsen lassen. Er muss ein bisschen mehr Substanz kriegen. Ihr seht ihn ja im Winter auch öfter mal, dass er, ja, sagen wir dann ziemlich nackig ist, was jetzt natürlich nicht der Fall ist. Der haut richtig raus. Ihr könnt schon ahnen, denke ich mal, was der Sonntag heute, der Ostersonntag heute für mich bringt, wenn ich hier mit diesem Video und dem nächsten fertig bin. Denn vorher werde ich jetzt nicht mehr sauber machen. Es bringt einfach nichts. Denn das ist auch eine Sauerei, die da auf mich zukommt. Naja, vielleicht auch nicht so sehr. Aber das seht ihr dann auch im nächsten Video. Das ist ein mitgebrachter Baum. Ebenfalls aus der Baumschule, so wie der Rotdorn. Und gestern. Da mich heute niemand erwartet und ich nur ein paar Telefonate machen muss, kann ich mich jetzt um mehrere Videos kümmern. Nächste Woche fängt die Schule dann wieder an. Naja, und ihr wisst ja, wie das ist dann. Ne? Dann kommt eins zum anderen und plötzlich hat man wieder keine Zeit für irgendwas. Da bieten sich solche Feiertage natürlich an. Ich kann mir vorstellen, dass bei dem Wetter viele von euch jetzt im Garten sind. Bei uns scheint jetzt die Sonne, nachdem es den ganzen Vormittag geregnet hat. Was jetzt auch dazu führt, dass zum Beispiel das Moos sich löst, wenn ich es dran ziehe. Gut, ist nicht so tragisch. Das wird sich auch wieder verfestigen bzw. auch weiter ausdehnen. Ich wollte nur einfach sehen, dass hier ein bisschen mehr Luft ist. So, und jetzt habe ich, wie gesagt, bei einigen asiatischen Videos gesehen, dass, na komm schon, da, okay, dass hier sämtliche Spitzen genommen wurden. Ah, das ist wirklich fast zu viel schon alles. Und die Internodien sind schon so lang. Gut, also nicht sämtliche, sondern der größte Teil. Alles, was nach innen wächst, sowieso. Und was hier außen ganz lang ist, nehme ich weg auf die nächsten zwei Blätter. Ich bin zu spät. Das machen die normalerweise, wenn die Knospen sich gerade öffnen. Aber da war ich nicht da.
Ich hatte es mir vorgenommen. Und dann kam die Nachricht, dass meine Mutter ihren Heimplatz bekommen hat. Und da musste natürlich alles andere erstmal Vorrang geben. Ja. Also ich entferne nur die Spitzen, die wirklich nicht gleich mehrere Äste mit sich tragen. Ach guck, das sind zwei parallel austreibende Äste. Parallel wollen wir sowieso nicht. Okay, dann haben wir die Seite noch nicht ganz. Da ist noch was. Ja, ah, die Spitze noch. So, und zwar nur die Spitzen, um den Baum gleich dazu zu bringen, weitere Austriebe zu machen. Wird natürlich sehr dicht wahrscheinlich dann. Wer im Mitgliedsbereich das Video gesehen hat über Ahorne, der weiß auch, dass ich da akribisch einzelne Knospen ausgesucht habe, die ich entfernt habe. Knospen und kleine Ausläufer, die dem Baum ein bisschen älteren Charakter später geben sollen. So, und wenn die Sonne anhält, dann mache ich mir heute alles fertig für die nächsten zwei Tage und kümmere mich dann um mein Motorrad. Denn es juckt einen schon ein bisschen in den Fingern. Manchmal höre ich auch ein Motorrad hier fahren. Dann denke ich mir, okay, das nutzen jetzt viele aus. Und ich habe es noch nicht mal aus dem Winter geholt sozusagen. So, überall die feinen Spitzen, die jetzt zu sehen sind. Es wird nicht, bitte nicht, Blattschnitt. Das ist definitiv zu früh, aber man kann vielleicht auch so erkennen, dass hier ganz lange Internodien sind nach dem ersten Austrieb. Das wollte ich eigentlich vermeiden und das im Frühjahr schon gleich machen, weil die Knospe aufgeht. Gut. Die Zeit hat gegen mich gespielt und das, was damit zusammenhängt, natürlich auch gegen meine Planung. Na, das ist ja... Na, es geht. Es gibt definitiv Kompromisse dabei. Was die Schnitte angeht, bei manchen sind einfach die Internodien schon zu lang. Aber bei der Dichte im Moment nehme ich dann einfach einen Ast komplett weg, so ungefähr wie diesen hier. Der Baum wird dann angeregt, einen weiteren Austrieb zu machen, sobald die Blätter ausgehärtet sind. Und dann kann man im Juni mal gucken, was wir denn behalten wollen. So. So wird es in Asien gemacht, allerdings auch ein bisschen früher, als ich das gemacht habe. Ich muss dazu zu meiner Schande gestehen, dass der Scheinwerfer mich blendet und ich vielleicht nicht jeden Ast sehe, der eigentlich jetzt gekürzt werden müsste. Aber es sollte für euch dann möglichst sichtbar sein.
so ein langes Elend und hier auch. Okay. Kann man dann von allen Seiten besser betrachten. Natürlich wäre es besser gewesen auf der Scheibe. Okay. Vergessen. Da haben wir noch was. Und da. Gut. Jetzt wollen wir ein bisschen reingucken dann in das Gewusel. Hier haben wir noch was. Einen Ast geschnitten, zweiten nicht. Okay. Da noch. So, der nächste Austrieb müsste das ganze Ding jetzt noch dichter machen. Und was soll ich sagen? Die Stämme ohne Blätter sind in der Zwischenzeit mit Knospen, ordentlich mit Knospen bestückt. Das heißt, da geht es jetzt bald los und dann kommen sie auch wieder auf den Tisch. Und da werde ich dann ein bisschen früher gehen. Das sind die großen Ahorne, wo ich ja später noch eine Abmosung machen möchte. Aber ich möchte sie gerne bis ja, Mai, Juni treiben lassen, sodass sie... Ach guck, da hat sich noch einer versteckt von unten her. Okay. So dass ich dann auch abmosen kann. Ihr wisst, der eine Baum ist ja oben voller Knospen und der dicke Stamm, der dann abgemost werden kann, der gibt ja schon alleine einen Bonsai für sich her. Das sind so Dinge, die ich in der Planung habe. Ich hoffe nicht, dass das zeitlich irgendwie wieder sich da wieder in die Bedrulle komme. Aber ich denke mal, ich werde es irgendwie schon schaffen. Erledigt, Freunde. Damit habe ich es behandelt. Das ist auf der trockene und gut auf die trockene und gut von Lackenölen wachsen etc. gereinigte Oberfläche gleichmäßig verteilt. Nee, alles klar. Haben wir ja nicht. Wir haben ja reines Holz, auch hartes Holz zum Verstärken und Härten. Aus unterschiedlichen Gründen geschwächten Holzfasern. Schnell trocknend, transparent, tief einwirkend, verhärtet und versiegelt gegen natürliche Aggressionen. Natürliche Aggressionen, damit sind Insekten gemeint. Und ich habe ja schon gesagt, Fraßgänge waren da. Ich habe es zwar alles ausgefräst, was an Fraßgängen da war, aber wer weiß, damit werden sie gekillt. Da ist er. Kupferfelsenbirne. Das ist der Name, der deutsche Name. Und jetzt gucke ich nochmal, oh, diese Dinger hier, die nerven immer. So, jetzt ist aber nicht so viel durch die Gegend geflogen, obwohl das jetzt völlig egal ist. Amelanchier Lamarcki. Also etwas ganz anderes, als ich bisher hatte. Hat mich aber interessiert, weil es auch ein Blühbaum ist und weil es hier, ich will es auch noch mal kurz in die Kamera zeigen direkt, weil es hier ganz einfache Blüten gibt, die ja zu sehen sind hier, hoffe ich, ja, ganz einfache Blüten, die wahrscheinlich auch Nektar geben. Das würde mich interessieren, wie es sich auf dem Balkon später auswirkt. Damit ist dieses Jahr kein Blumentopf zu gewinnen, um das so zu sagen. Aber ich habe so ausgesucht, es gab welche, die hatten dünnere Stämme, die hatten hier unten kaum Austrieb oder ganz unten aus der Wurzel Austrieb. Und so denke ich mal, wird ein kompakter Baum daraus, der dann später auch eine gute Schale kriegen kann. Ich überlege gerade, am Dienstag sollen Schalen ankommen. Vielleicht schneide ich ihn einfach nur und topfe ihn dann. Ich glaube, so mache ich das. Ich werde den heute nicht topfen. Der kommt in eine neue Schale und kommt gar nicht erst in den Teichpflanzenpott.
Das heißt, das entscheide ich dann, wenn ich die Wurzeln sehe. Denn hier ist das Ganze sehr, sehr fest und nass, weil es so geregnet hat. Okay, da warten wir also doch noch. Dann lasse ich das Video für heute weg. Okay, Leute, es war also jetzt die Ostersonntag-Ausgabe. Und eventuell geht es Dienstag dann weiter. Wobei, ich habe ja noch was. Genau, das kommt morgen dann. Okay, du kommst erstmal nach draußen. Tja, Leute. Immer noch Ostersonntag. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Es ist erst kurz nach 14 Uhr. Ich möchte jetzt nicht unbedingt gerade den Staubsauger anwerfen. Der ist ziemlich laut. Ich möchte niemanden aus dem Bett werfen hier, der Mittagsschlaf macht. Deshalb habe ich schon mal die Berberis Thunbergeri auf den Tisch geholt. Ich hole hier gerade noch ein bisschen Sphagnummus raus, was ich im Emsland eingepackt hatte. Besonderheit hier, zum einen ist hier eine Berberis, habe ich gesehen, in Ascheberg, die zumindest hier von der Grundstruktur hier unten einen ähnlichen Wuchs hatte. Bei der ist es eine Besonderheit, dass die in der Weißdornhecke stand, dass die jetzt erstmal austreiben muss. In der Weißdornhecke stand sie also mit dem ganzen unteren Teil. Die Blätter werden rot an den Spitzen, da wo sie Sonne gekriegt haben. Aber noch nicht so richtig, weil sie eben in der Hecke gestanden hat. Und vor der Hecke stand auch noch ein Apfelbaum. Oder steht immer noch. Ich will die Zweige aussortieren. Ich könnte es eigentlich auch als nächsten den Clip eigentlich mit anschließen. An die Sonntagsausgabe, fällt mir gerade so ein. Dann kann ich alles in einem Stück schneiden. Wenn ich jetzt sowieso noch nicht richtig saugen kann, ist das vielleicht gar nicht so unsensibel. Ich merze einige dünne Zweige aus. Ihr wisst, das Ding ist verdammt stechfreudig. Ähnlich wie der Rotdorn. Der Rotdorn hat gestern bei mir etliche Wunden hinterlassen. Es sind also mehrere Flecken hier zu sehen, wo die Dornen richtig drin gesteckt haben. Sind doch sehr wehrhaft, diese Dornensträucher. Hier unten sind neue Triebe, die kommen jetzt schon. Okay, hier gibt es neue Knospen. Ja, die dunkeln auch ein bisschen nach, die Blätter schon. Die haben ein bisschen mehr Licht gekriegt, seitdem ich sie rausgeholt habe. Lass ich den hier mal stehen. Nehme einen Teil raus. Hier gibt es so einen Knubbel, den ich gebrauchen kann. Den ich aber so wohl wegkriege. Ich glaube, ich schließe das an. Ich mache ein Video draus. Das wird nicht so lang jetzt hier, dass ich mir wegen Überlänge Sorge machen müsste. Aber ich muss hier aufpassen mit den Dornen. Also was wir erwarten können, ist rotes Laub. Eigentlich auch rote Blüten. Die Blüten, die er jetzt aber in der Hecke bekommen hat, das sind, ich würde es als Notblüten bezeichnen, weil nicht genug Licht, die sind weiß. Ich habe ein paar Dinge schon ausgemerzt hier. Ich muss mal gucken. In der Mitte, also in der Mitte schneiden mit diesen Dornen hier. Das ist immer ein Spaß. Ich werde das gleich auf meinen Trailer packen. Oder in den Bäckerkorb. Zack, das ist weg. Und dann in den Garten bringen. Wenn ich gesaugt habe. Und ich werde dann erst nochmal duschen gehen. Denn ich habe immer noch Sägemehl in den Haaren. Sind zwar nicht sehr lang, aber immerhin, man merkt das Jucken. So, ich nehme jetzt also im Großen und Ganzen das Laub weg. Damit diese Knospen, die ich jetzt damit, ich will es mal so sagen, freischalte,
austreiben können, ein bisschen näher am Stamm, ein bisschen näher am Fuß. Allzu dünne Dinge werde ich entfernen. Hier gibt es auch, ja, ist dünn. Aber biegsam ist er noch. Naja, trotzdem, auf die Knospen zurück, die ich hier sehe. Alles andere kann später geschehen. Ich muss das schön klein schneiden, damit mir das nicht in die Finger kommt, wenn ich den Müll an die Straße bringe. Was übrigens erst nächste Woche der Fall ist, denn ich habe das mit meiner Fahrt die vorgezogene Müllabfuhr verpasst. Während meines Aufenthaltes in Meppen, in Emsland. Jetzt, weiß nicht, so langsam, glaube ich, wird er formatfüllend, ja. Ist nicht mehr so viel, was hier oben noch zu sehen ist. Ich muss die Schnittwunden noch eben versäubern. Ja, ich glaube, ich mache da kein extra Video draus. Getopft hatte ich den nämlich so schnell wie möglich. Damit er sich so ein bisschen erholt schon mal. Stand ja in meinem Elternhaus in einem großen Mauerkübel in Wasser. So bringe ich das Ganze vielleicht ein bisschen näher an diese Grundstruktur unten. Ich hatte da, wie gesagt, in Aschenberg eine gesehen, die war aber unter den Rohlingen, stand die. Die hat mir so ein bisschen das Kopfkino entfacht. Allerdings war die ja, ein bisschen korpulenter, um das mal so zu sagen. Die war schon ein bisschen reifer. Aber nichtsdestotrotz, die Anlagen sind vorhanden. Ich kann das machen. Es wird nur ein paar Jahre dauern. Aber das ist auch etwas, was wir ja gewohnt sind, dass nichts geht von heute auf morgen. Wir haben so ein bisschen strubbeligen Wurzelkram. Gestern noch separat gegossen. Das merkt man natürlich jetzt auch. Jetzt muss ich aufpassen, hier sind schon neue Knospen, die unten rauskommen. Das war ein abgestorbenes Stück. Okay, das kann ich nochmal nachkneifen. Und die neuen Knospen möchte ich behalten, weil ich da damit deutlich besser aufbauen kann wieder. Hier kann ich nachschneiden. Und ja, das ist gut. Sehr gut. Da komme ich nicht ran. Kann ich das irgendwie ausknipsen? Ist das so tot? Ja, ist es. Sehr gut. Stört also nicht weiter. Ist schon tot. Fällt irgendwann sowieso ganz ab. Dann habe ich hier die große Wunde. Schneide ich auch nochmal nach. Und danach natürlich ordentlich wieder Hände waschen. Ihr wisst warum. Berberitze ist giftig. Und ist wunderschön zu sehen. Das ist gelbes Holz. Kann man so sehen. Ne? Richtig gelbes Holz. Und die Dornen sind natürlich auch nicht zu unterschätzen. So, dann wollen wir jetzt mal eben die Wunden versorgen. Und dann ist es das auch schon. Ich weiß nicht, dafür lohnt es sich eigentlich nicht, ein neues Video anzufangen. Hier haben wir nochmal einen Blick auf die Blüten der Berberitze. Ihr seht so einen gelblichen Schimmer. Ich weiß nicht, in welcher Brennweite es passt. Aber es funktioniert. Okay. Ich
Sie sind klein und wenn sie genügend Licht bekommen, dann werden sie auch rot. Das wird dies Jahr nicht mehr der Fall sein, aber okay, lassen wir uns überraschen, wie es dann später aussehen wird. Könnt ihr ja schreiben, ob das interessant ist oder nicht. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass wir den noch häufiger sehen werden und dann auch im vollen Ornat, also in Rot. Blüten, ich glaube, da kommt nichts mehr, denn es war an den Enden hier schon die ein oder andere Blüte, die aber weiß ausgetrieben ist und nicht in dem markanten Rot, das auch die Blüten haben, wenn sie Sonne kriegen. Und Sonne ist das, was sie überhaupt nicht gekriegt hat. So, was hier im Teichpflanzkorb steht, kommt in den Garten. Der Rotdorn kommt in den Garten und wird also mit dem gesamten Ballen eingepflanzt. Ohne Topf. So, dass ich es bei jeder Gelegenheit auch wieder rausnehmen kann und wiederholen kann. Das passiert natürlich auch mit Teichpflanzkörben. Die werden nicht separat eingepflanzt oder sowas, sondern komplett alle Wurzeln im Teichpflanzkorb. Diese hier hatte relativ schwache Wurzeln. Ich hatte ja vor ein paar Monaten schon eine Berberitze mehr. Die hat eindeutig schon Wurzeln getrieben, da kann man schon was erkennen. Und zwar kommt da aus dem Teichpflanzkorb schon was raus. Okay, ich glaube, ich habe alles gesehen hier, alles gemacht. Es gibt schöne pralle Knospen, die auch grüne Spitzen tragen. Das heißt, jetzt mit mehr Licht und so weiter wird sie insgesamt auch wieder erstmal kompakter austreiben. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Was daraus werden soll, ich glaube, in 2 Jahren reden wir nochmal genauer drüber. Dann lässt sich schon ein bisschen mehr erkennen. Aber die Basis ist erreicht. So, Freunde, jetzt zu diesem Zeitpunkt war es das wirklich jetzt erstmal. Ihr habt gesehen, dass ich jede Menge jetzt zum Saubermachen habe. Ich muss im Garten auch nach einem Weißdorn gucken, der dort vielleicht jetzt schon Wurzeln hat aus dem letzten Jahr. Eine Abmoosung. Vielleicht ist das noch einen kurzen Clip morgen wert, am Ostermontag. Hier muss ich das klein schneiden und schön wegbringen, ohne dass mir die Dornen Probleme machen. Jo, soll es von mir für heute gewesen sein. Frohe Ostern. Wahrscheinlich bis Dienstag. Ciao.